Yo, hi Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind hier auf dem Weg zur Fabrik. Und da soll wohl was Neues zum Herstellen sein. Ich weiß zwar noch nicht was, aber so wollen wir dann herausfinden. Bevor wir dann den Sprung weiter wagen. Ich glaube, das sollte gut sein. Wir haben so viele Planeten. Aber das schaffen wir auch gar nicht, die ganze Planetenküche hier. Geringe, okay, Massen, gewöhnlich. Schädlicher Regen, ja, wunderbar, genau das. Oh nee, nicht schon wieder. Material, wie kann man's? Ah, okay. Hier so schräg und schräg oder nein. Es stabilisiert sich. Es stabilisiert sich. So. So, einfach dagegen. Zack. Zack. So, wo seid ihr? Sind drei Stück, verdammt. Puh. Das heißt jetzt aber noch lange nicht, dass wir jetzt die hier, dass wir hier Ruhe haben. Haben wir schon wieder neue. Ja, das ist so. Nervig, wenn da immer wieder die neuen kommen. Oh, das schaffen wir jetzt kaum. Das schaffen wir jetzt. So, und rein da. So. Neue Technologie. Querschläger sieht man ja. Irgendwo müsste ich echt mal die Waffe auch nochmal aufnutzen, ne? Also nicht nur Schiff und den Anzug. Aber jetzt, was haben wir hier? Okay, etwas tief im Inneren des komplexen Systems ist schiefgelaufen. Die Oberflächen fühlen sich bei Berührung heiß an. Verborgene Maschinenschatten scheppern und surren. Eine Schweißperle rinnt an meiner Stirn herab. Okay, die Laserreflexionssysteme initialisieren, das Fusionsdämpfungsfeld aktivieren. Kühlkammernetzwerk aktivieren. Oh, das war die. Oh, gut. Ein neues Produktrezept gelernt, okay. Ist doch gut. Ah, du kommst auch hier rein? So, ich dachte, ihr kommt nicht rein. Geil. Warte mal, was haben wir hier? Schönes. Okay, ich geb's zu. Es hat sich cool, mehr oder weniger gelohnt.
Ohne Busch. Nichts. Ach, schon was zu verkaufen. Jetzt erstmal gucken, was haben wir hier so in der Nähe. Glaub unser Antrieb, ne? Also ja, da brauchen wir jetzt noch eine Warpzelle. Können wir jetzt hier wieder zusammenbasteln. So, können wir mal gucken, was haben wir. Also, wir brauchen die Suspensionsflüssigkeit brauchen wir. Die können wir aber, glaube ich. Da, genau, jetzt können, die können wir aber jetzt selber, genau. Wir brauchen nur Kohlenstoff. Er ist natürlich jetzt praktisch. Ich glaube, hier ist Kohlenstoff mit Pflanzen drin. Jawohl. Weiß jetzt nicht mehr, habe jetzt nicht geguckt, wie viel wir genau davon brauchen. Aber ich denke mal, war noch zu wenig. Ich glaube, 50 war das. Also fehlen noch 26. So. Platin. Drauf gebrochen. Aber hier. Ich glaube, das ist friedlich, das wäre sonst. Das wäre schon uns als gefährlich angezeigt. So, warte mal, Kohlenstoff. Da müssen doch eigentlich nur die Pflanzen sein, ne? Nee, nee, wir haben nichts gemacht. Latinumidi, da können wir für ein paar kaufen. Wartet mal, da können wir vielleicht zum Schiff packen. Das. Das. Okay. Was ist hier mit? Vielleicht. So. Das sollte doch reichen. Da können wir schon mal die Suspensionsflüssigkeit machen. Erstellen. So. Produkt hergestellt. Und dann können wir uns dann auch noch einmal hier. Ja. Dann nochmal die Antimaterie. Ah, fast schade. Ich dachte, vielleicht könnten wir. Aber nein, gut, dann brauchen wir nochmal Timing 9. So, jetzt auf der Suche nach Tamium 9. Hier haben wir Glück, vielleicht finden wir hier Tamium 9. Nein. Da ist so eine Pflanze. So, haben wir sonst noch? Jo. Da. Eine Schunde. Ich weiß überhaupt, was in der Nähe so interessant ist. Ja. Yep.
Da oben. Und da. Wunderbar. Wunderbar. Oh, was haben wir da? Okay. Da haben wir auch eine Tannenpflanze. Oh, vielleicht hier was. Nein. Hier war ja auch irgendwo so eine Platte, genau. Genau. Nix wie hin. Ja, aber ich merke schon selber. Also es ist halt einfach so ein Spiel, das kannst du jetzt eine gewisse Zeit lang, vielleicht eine Stunde oder so zocken. Vielleicht auch zwei. Aber irgendwann war es auch der Punkt, wo du dann sagst, da, du brauchst Abwechslung. Da brauchst du einfach was anderes. Schon zum Schiff hier. Haben. So, einmal schön da hoch. So. Yay. Dum dum dum. So, jetzt können wir mal gucken. So. Oder? Wir verkaufen ein paar Sachen was. Oder vielleicht können wir doch ein paar Sachen hier erstmal so, also brauchen wir ja dann noch ein bisschen was, noch 23 Stück. Gut. Vielleicht da irgendwo, wobei ich glaube, das sind wahrscheinlich Kristalle. Das sind wahrscheinlich Kristalle. Da oben vielleicht. Auf dem Hügel. Okay. Ah, hier haben wir was. Wunderbar. Gibt's hier nur irgendwo was? Eine Pflanze? Komm. Ja, super, wunderbar. Ich glaube, das sollte auch reichen. Das sollte dann reichen. Können wir hier auch endlich die Warpzelle basteln. So, da wollen wir mal was. Nachfüllen. Komm langsam runter. So.
Super. Ja, so ein bisschen Geld muss man auch hier machen, ne? Was ist das eigentlich? Emeril. Ja, das gibt auch. Ja, ganz ehrlich, nur falls gehen wir jetzt ein bisschen mal was verkaufen. Aber ich guck mir nochmal so ein bisschen an, vielleicht findet man hier nochmal was Interessantes. Ja, zum Beispiel immer so Wissenssteine oder diese Artefakte ist schon interessant, vor allem weil man dann auch die Sprache beherrscht. Naja, wobei, ach, lass gut sein, komm, fliegen wir zur Raumstation. Erstmal ein paar Sachen verkaufen hier. Nein. So. Was sein? Können wir hier noch was finden? Nö, eigentlich nichts. Aber ich muss sagen, so an sich sieht das auch hier schön aus. Das sieht schön aus. Ja gut, aber wir müssen jetzt hier nicht jeden einzelnen Planeten fahren, weil es ja jetzt sowieso nichts Besonderes. Da können wir uns ja auch leisten zu springen. Jetzt aber. Jetzt aber hier. Aber da haben wir echt noch was vor uns, ne, wenn wir das Zentrum, wenn wir Mitte des Universums. Weil ich mich frage, ist da echt nicht hier diese Schnittstelle von Atlas, ob die uns da nicht vielleicht näher ranbringt. Naja, wie auch immer, wir gucken jetzt, wir versuchen jetzt so den Weg. Ach, scheint ja noch richtig weit zu sein. Erstmal was verkaufen hier. Ah, schön. So. Yep. Gut. Jetzt ist natürlich die Überlegung, also jetzt, wenn wir eh hier jetzt noch nichts Berauschendes haben, können wir ja dann. Warte, oder vielleicht soll man noch was verkaufen. Ganz ehrlich, das ist selten, das lassen wir mal. Platin ist, ja.
Also das Iridium, das kann man immer mal wieder gebrauchen, ne? Aber hier das Platin, ich glaube. Platin, ja. So viel braucht man gar nicht da im Moment. Na, dann lassen wir es halt noch. Hier ist auch Schiff. So, haben wir hier noch 4 Stück. Frei. Oh, da war das Schiff. Das Schiff ist aber voll. Okay. Können wir hier von den. So, da können wir auch noch mal ein bisschen Platz machen. Aber jetzt hier vom Schiff, naja. Dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht auch von denen mal so ein paar Sachen frei bekommen oder mal so unterwegs, wenn man mit den Klamotten ist. Da kann man da auch noch mal was machen. Noch einmal so ein Planetarium hier. Ah, da kommt auch nichts. Ah, ich würde sagen, da können wir einfach ruhig springen. Was? Was? Ich glaube, wir müssen das Schiff aufspüren. Okay. Und? Okay. Naja, wie auch immer. Ich denke mal, wir können uns das hier schenken. Können wir mal gucken, wo hier. Ist ja auch voll weit. Ist ja auch voll weit hier. Und wie die uns letztendlich hinbringt, keine Ahnung. Guck mal rein. Kommen wir noch weiter? Okay, zu weit. Dann einmal nach dahin. Wir haben aber echt noch einen weiten Weg vor uns irgendwie. Das wird ziemlich lange, ja, ganz ehrlich. Wenn wir da auch so als. Also klar, das habe ich ja vor einer Folge gesagt, immer mehr Ziel. Wow. Und dann mal weiter, aber. Problem ist halt, wir müssen auch gucken, dass wir mal so ein bisschen was auch so. Geld sammeln, damit wir stärkere Schiffe oder größere Schiffe. Und das sieht hier doch schon auch ziemlich interessant aus. Dann zusätzlich zu den. Ja, mehr Platz im Inventar und so allerlei Sachen. Also es reicht halt nicht nur, wenn wir. Springen. So. Einmal hier zur Raumstation.
erstmal, was es da Tolles gibt. Wobei, ganz ehrlich, sollten uns vielleicht doch auf den Planeten begeben. Hier wieder, wo wir uns die Türen aufbrechen müssen. Gucken. Terumin. Geht's nicht weiter? Was haben wir hier Nettes? Okay. Oh, hier geht's auch noch weiter. Aber glaube ich nicht viel. So. Gehen wir mal zurück. So, gucken wir mal. Gucken wir mal hier da am Protokoll. Okay. Dann bin ich jetzt gespannt. Neue Technologie entdeckt. Lebenserhaltungsmodul. Aha. Erhöht die verfügbare Energie in deiner Lebenserhaltungssystem des Nutzers. Okay. Ja. Das ist nicht schlecht. Wir brauchen aber noch Platin. Und Kohlenstoff brauchen wir noch. Ich glaube, wir müssen jetzt hier bei der Warp, genau. Wir müssen hier quasi mit der Materialgewinnung von vorne beginnen. Aber ich würde mal sagen, das machen wir dann schon in der nächsten Folge weiter. Ja, genau. Denke ich mal, kommen wir so langsam nach und nach für die. Ah, da habe ich was übersehen. Für die nächste Folge lassen. Gucken, wer ist hier am Drücker? Korvax. Ah, hier sind wir bei den Korvax. Okay. Naja. Naja. Oh, 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 oh. Na gut, dann sage ich mal, ich verabschiede mich und wir sehen uns in der nächsten Folge von No Man's Sky.